Wir sind hier mit dem Forstbetrieb Tamina in Bad Ragaz. Der Betrieb wurde gegründet 2008 von den drei Mitgliedern der Staatsforstverwaltung, der Ortsgemeinde Pfäfers und von der Ortsgemeinde Bad Ragaz. Wir beschäftigen momentan hier 9 Leute und wir sind vor allem in der Waldbewirtschaftung tätig, machen aber auch kleinere Hochbau-, Tiefbau- und Schreinererbetli. Uns ist wichtig, dass das Holz, das von hier ist, von Bad Ragaz und von Pfäfers, auch direkt hier verarbeitet wird. Ich arbeite als Revierförster bei der Waldregion 3. Das ist für uns alle noch sehr motivierende Arbeit. Also wir dürfen junge Berufsleute hier nehmen. Es ist auch sehr wichtig, dass wir Fachleute haben im Wald. Das brauchen wir auch in Zukunft. Da sind wir sehr, sehr angewiesen drauf. Ja, die Arbeit bei uns im Wald, die ist und bleibt gefährlich nach wie vor. Darum ist es auch sehr wichtig, dass wir eine gute Ausbildung haben. Sei das im Betrieb selber von Grund auf und in den Weiterbildungskursen, in den UK-Kursen, die Lehrlinge haben. Das ist sehr, sehr wichtig und da legen wir auch viel Wert drauf. Weil es ist eine wichtige Arbeit, die muss gemacht werden im Wald. Aber noch wichtiger ist, dass wir eine sichere Arbeit haben und dass wir möglichst wenig Unfälle haben. Wenn ein Lehrling anfängt, müssen wir sicher darauf schauen, dass er mal gute Schuhe hat, dass er sicher stehen kann. Dass man am Anfang sicher Arbeiten gibt für einen Lehrling, der noch nicht in das steilste Gebiet rein muss, dass er sich langsam an die Steilheit daran gewöhnen kann. Also das ist unsere Brennholzpost, also Brennholzverarbeitung, die wir vom eigenen Wald, die wir etwa gut 500 Steher machen wir im Jahr, aus dem eigenen Wald. Wir könnten hier noch zur Mobilsäge, die wir hier haben. Wir haben die jetzt hier stationär, aber können die auch mit dem Jeep zügeln, zum Beispiel im Wald oder einfach auf einem ebenen Platz, auf einem befestigten. Dann schneiden wir einmal so ein Brett durch, dass man sieht, wie das geht. Wir haben aufgebaut den Benzinmotor. Wir sind hier nicht abhängig von Stromversorgung und können so fast nie den Markt arbeiten. Bei denen hat das in der Regel eigentlich ein Forstwart oder wir haben hier einen, der zuerst noch Schreiner gelernt hat, der macht das eigentlich meist. Das ist hier der Hauptsager. Gut, das wäre noch unser Krananhänger, den wir haben. Ein Traktor, einen 170 PS Traktor haben wir da dran. Wir können dann auch einen kleineren dran tun. Der hat eine Nutzlast von 15 Tonnen. Brauchen wir den hauptsächlich für Rundholztransport, um das Holz auf die Sägerei führen oder länger mehr auf der Eisenbahn, da ist die Rät in Spanien und von dort aus geht es dann nachher Richtung Italien, die schlechteren Qualitäten. Es ist ja länger mehr mit Maschinen. Es wird immer mehr mechanisiert, wie überall, auf jeder Branche. Und ich denke, man muss schon ein bisschen Freude haben an Maschinen, am Umgang, am Sorgeheben, gehört auch dazu, und am Unterhalt auch, um mit dem Zeug zu arbeiten. Es ist nicht nur das Arbeiten allein, es ist einfach so, das Ganze drum und dran zu optimieren. Das gehört halt ein bisschen dazu. Ja, halt ein bisschen Routine mit allem. Das, ja, jeder hat einmal angefangen, mit einem Auto oder einem Traktor zu fahren. Du hast ja nicht gerade auf der schmalsten Waldstraße angefangen zu fahren. Und so weisst du mit der Zeit, was es leiden mag und dann halt auch, was es nicht mehr leiden mag, was du dann hören musst. Es ist schön, dass man immer draußen sein kann im Wald und recht anpacken kann. Ja, das gefällt mir super.
Nein, gefährlich nicht. Sie schauen gut auf einen. Man muss einfach schauen, dass man nicht am falschen Zeitpunkt am falschen Ort steht. Also ja, wegen der Maschine und so, dass man hinten dran schaut, wo man steht. Aber sonst, sie schauen gut auf einen und man wird gut eingeschult und in den Kurs wird man wirklich super. Also da kann man eigentlich, ist man immer gut unterstützt. Die Lehrlinge machen es eine Art im Grossen und Ganzen gut. Auf die Sicherheit erstens einmal. Ausdauer müssen sie haben. Sportlich, ein bisschen zu weg. Gesund bleiben. Kein Unfall. Robust musst du sein. Und Freude an der Natur. Ja, man muss einfach ein bisschen schwer zum am Anfang noch ein bisschen mit dem halten, wenn man mit dem Schwert, dass man das ein bisschen im Gefühl hat, wenn man gerade reinsagt in den Baum rein, dass man am Schluss, wenn man auch gerade drin ist, nicht nachher ein Gefühl hat vorne dran bei der Kerbe. Ja, und jetzt am Schluss bin ich ein bisschen zu wenig weit vorne auf der linken Seite mit dem Spitz vorne. Ja. Dann hat mir nachher der Adi noch ein bisschen ausgeholfen. Ja. Man sieht sicher, dass das Gelände sehr steil ist, oder? Und das sind sicher die Hauptschwierigkeiten da bei uns. Das Gelände vor allem. He? Dass man gut vom Baum wegkommt, wenn der Baum dann geht, oder? Auch das Baumfällen ist sowieso gefährlich, oder? Das ist gefährlicher Beruf, den wir hier haben. Und wenn wir dann einen Lehrling ausbilden, müssen wir natürlich nicht doppelt so gut aufpassen, weil es darf sicher nichts passieren, oder? Aber sonst, meine, das ist Alltag für uns. Darum lernen wir es auch so, oder? Ja, wenn man fit ist, kann man das schon. Und ja, so gut es geht. Ja. Sehr schöne Arbeit. Ich würde mich wieder entscheiden, wenn ich nochmal zweite Oberstufe wäre. Ja.